Haben wir doch noch unser Kleinstern bekommen, nachdem wir im Mondberg keins bekommen haben. So. Ja, und hier gäbe es einen Level 17 Kleinstein. Na, danke. Carbon. Für bessere Init. Ein Menki. Und dann noch ein Razaf. Was wollen die eigentlich immer mit Raserei? Das ist eine der schwächsten Attacken, die es gibt. Hauptsache, die haben mir dann wieder einen Kreuzhieb rein, wenn ich wieder da bin. Nope, hier gibt's nix. Das ist echt blöd, wenn man nichts gegen Wasser-Pokémon dabei hat. Ich hätte ja Dirki gerne wieder mitgenommen. Und das werde ich auch bald. Sobald ich ins nächste Pokémon Center komme, bei dem ich auf dem PC zugreifen kann, kommt Dirki wieder ins Team und ich glaube, ich haus Gadi langsam mal raus. Ist zwar ein nettes Pokémon, Vulnona, aber ich will ehrlich sein, Konchan ist einfach besser. Er ist zwar langsamer, aber besser. Wow, Turbodreher. Sehr schön, der Priso. Lass dich von der Verwirrung nicht verunsichern. Einfach draufhauen. Level 45. 180 KP hat er jetzt schon. Ein Simon. Ja, bei Simon gilt ja dasselbe wie bei Mushas. Immer schön speziell draufhauen. War bei dem nicht ganz so extrem, aber man merkt es schon auch. Und noch ein Simon. Ach, mal auch gleich noch weg. Aber erst heilt sich Laprise wieder voll. Moment, ab wann gibt es eigentlich 12 KP? Bei 196 KP wären das dann, ne? Ja. Ja, bei 196 gibt es dann 12 KP für jeden Überreste-Sprung, oder? Oder habe ich mir jetzt verraten? Moment. Ne, 192 waren es, genau. Ich probiere es jetzt trotzdem mal, Skadi nach vorn zu stecken und schauen, was der da so hat. Wenn es nur Goldini oder Golking ist, die kriegen wir ja kaputt gehauen. Ja, Goldini. Weil Goldini lernt von sich aus, glaube ich, kaum Wasserattacken.
noch ein Goldini. Flegel macht hier jetzt auch noch nicht so viel, da müsste ich den schon wirklich in den roten Bereich gehauen haben, damit das wirklich viel macht. Golking. Ich lasse das jetzt aber mal nur machen. Ich meine, ein Surfer ist hier noch effektiver als ein Lebensschuss. Wir können sehr gerne mal probieren, ob ein Lebensschuss mehr macht. Aber ich meine, der macht weniger. Da trifft er fünfmal. Die Überreste heilen es trotzdem gegen. Oh, und der Lebensschuss geht daneben, ja. 5% Chance und so. Oh, dachte ich's mir. Wow, das macht jetzt sogar 7 KP Schaden. Level 44 für Mühe. Lass mal das mal Konchan machen. Der ist ja auch schon kurz vor Level 44. Und da ist er, Level 44. Ach komm, das nächste darf er auch gleich noch machen. Oha, das könnte jetzt sogar wehtun. Ja. Zumindest so ein bisschen. Der Glutberg. Nein, danke, nicht in einer Nasslok. Ja, probieren wir es einfach mal mit Skadi vorne. Jetzt haben wir ja nicht mehr unbedingt Wasser-Pokémon als Gegner. Ein Knuffenser. Das ist ja ein Traum-Matchup. Duflor. Und noch ein Duflor.
Und Level 44 für Skadi. Irgendwo ein Supertrank, oder? Ja, 10 Stück haben wir noch. Kein Detektorausschlag hier. Hui. Wir dürfen hier noch was fangen, ne? Ist die Frage, bringe ich den mit dem Durchbruch um? Ich meine ja fast ja. Nö, komm du mal rein, du kannst den mit dem Zertrümmerer gut schwächen. Ja, das geht sehr schön. Hätte ich, glaube ich, sogar einen Lehmschuss machen können, aber da habe ich mich jetzt auch nicht getraut. Wenn das ein Volltreffer gewesen wäre, wäre es das auch schon wieder gewesen. Dann haben wir jetzt auch einen Ponita. Für den Fall, dass uns eins unserer beiden Feuer-Pokémon irgendwann noch abkratzen wird. Das ist ein Männchen. Wen haben wir denn noch nicht? Habe ich noch irgendjemanden, den ich... Nachdem ich jemanden benennen kann. Das ist immer das, wenn einem da nichts einfällt. Einen Moment, ich pausiere mal wieder ganz kurz, bis mir was eingefallen ist. Das könnte wieder ein bisschen dauern. Okay, ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Don Marcy. Dann hat der nämlich auch noch was hier. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier hin. So, okay. Nachdem wir das jetzt erledigt haben, können wir ja hier jetzt weitermachen. Mich würde es ja mal interessieren, ob meine Pokémon schon alle EV haben, aber ich glaube es ja eher nicht. Feuerschlag wäre irgendwie bedrohlicher, wenn das hier schon eine physische Attacke wäre. Weil bei Nocturns minimalem Spezialangriff macht mir das jetzt keine große Angst. Das ist zwar jetzt sehr effektiv, aber viel Schaden wird das trotzdem nicht machen. Ich traue dem Zufallswert jetzt einfach nicht und Schaufel ist auch nochmal 10 Punkte stärker als Stärke. Da kriege ich das auf jeden Fall etwas sicherer gewonnen hätte hier.
Okay, hier geht's nur wieder zurück von da oben. Hier ist kein Item, okay. Und noch ein Ponita. Jetzt haben wir allerdings schon eins und wir dürfen hier sowieso nichts mehr fangen. In Angriffsplus und hier sind keine versteckten Items. Ja, gut. Ibitak hätte es hier also auch gegeben. Ich packe mir mal wieder nach vorne. Pokémon Ranger Björn mit einem Owei. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass der ein Owei hat, weil der gute Nür hat eine doppelte Pflanzenschwäche. Und wenn Pflanzen hier auch noch Pflanzenattacken hier alle auch noch speziell sind, wäre das gar nicht mal so gut. Kokowai. Zum Glück kein Alola-Kokowai, weil sonst wäre das jetzt nur neutral gewesen. Zum Zeitpunkt, wo dieses Video hier online ist, ist sowieso schon Sonne und Mond draußen. Bei mir ist es aktuell noch nicht draußen, also heute ist der, ich glaube der 20. Ja, heute ist der 20. 20. November und wir kriegen es erst in 3 Tagen. Der Rest der Welt hat es ja schon, also außerhalb von Europa. Maschok. Level 40. Ja. So. Den können wir auf jeden Fall hier zertrümmern. Ein Feuerstein. Haben wir hier auf der Seite noch was? Ja, da hinten liegt auch noch ein Item. Ein Hyperball. Und noch ein Feuerstein. Ja, hier hat mal Lavados. Den lasse ich hier aber einfach stehen.